V8. Brabbeln im Leerlauf. Gasstöße gleichen einem satten Schnurren. Und auf Kommando folgt ein angsteinflößendes Donnergrollen, inklusive Gewitterwolken. Was für eine Poserkarre. Oder kann das C63S Cabriolet auch anders? Neben Kombi, Limousine und Coupé kommt 2016 erstmals auch ein Cabrio in die C-Familie und löst als brachiale AMG-Version den 2010 eingestellten CLK 63 ab. Ein C63-Fahrer will zeigen, was er hat. Automatisch folgen alle Blicke dem Stuttgarter, wenn er mit offenem Klappenauspuff naht. Die C-Reihe ist bei AMG das volumenstärkste Modell. Sie trägt maßgeblich zum Erfolg bei. 2017 hat AMG weltweit insgesamt 132.000 Autos verkauft. Damit ist der Absatz erstmalig sechsstellig. Aufpreis für das dunkelrote Akustikverdeck 300 Euro. Zu dumm nur, es macht viel mehr Spaß, es in 20 Sekunden im Kofferraum zu versenken und dem puren V8-Sound zu lauschen. Man muss den C63S nicht lange fahren, um zu merken, dass das Poser-Image nur eine Seite der Medaille ist. Er ist komfortabel und schick, was ihn als Daily Driver prädestiniert. Mit geschlossener Auspuffklappe kann man seriös an der Oper vorbeifahren. Auf der anderen Seite gibt der Adrenalin-Junkies, was sie wollen: Speed. Mit AMG Drivers Package sind 280 statt 250 km/h drin. Wir haben auf der Autobahn sogar fast 300 geschafft. Das rote Dach wirkt eher edel. Ist der dominant blubbernde Motor aus, kann man dem C63S Cabrio glatt ein wenig Understatement vorwerfen. Breite Backen und AMG-Schriftzüge deuten zurückhaltend die Top-Motorisierung an. Nachteile? Die üblichen in der 500 PS-Liga. Wer es schafft, den C63S unter 10 Litern Verbrauch zu fahren, kann sich ins Guinness-Buch eintragen lassen. Außerdem sind gut 90.000 Euro für ein Cabrio ein stolzer Basispreis. Auch wenn es in 4,1 Sekunden auf 100 beschleunigt. Das Buchstabenkürzel S steht für die verschärfte Top-Motorisierung von AMG. 510 PS, 700 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das C63S Cabriolet fährt in jeder Situation genauso, wie es der Fahrer möchte. Will man entspannt reisen, lässt das Fahrwerk einen über die Straßen schweben. Sollen Bestzeiten in den Asphalt gebrannt werden, geben die 265 mm breiten Hinterreifen den nötigen Grip. Und wer es drauf anlegt, bekommt den C mit Leichtigkeit zum Übersteuern. Sein schärfster Konkurrent, das BMW M4 Cabriolet. Das hat zwar nur 450 PS Leistung, aber einen ähnlich hohen Spaßfaktor. Beide sind bekannt für Freude am Querfahren und für dieses gewisse Poser-Image. Zu Unrecht, denn es kommt auf die Fahrer an. Auch wenn die Autos die Integrität ihrer Fahrer ständig auf die Probe stellen. Sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten, wird im nächsten Auto garantiert nicht leichter.